Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Symposiums. Wir widmen uns jetzt dem Thema der Bedeutung der Kunst für die Fotografie. Moderiert und das Mikrofon darf ich übergeben an Ingo Taubhorn, der uns ja schon als Chefkurator des Hauses der Fotografie begrüßt hat. Er ist aber auch der Präsident der Deutschen Fotografischen Akademie und als solcher, glaube ich, bestens geeignet, dieses Panel zu übernehmen. Bitte, Ingo. Vielen, vielen herzlichen Dank, Stefanie. Ja, wir haben sozusagen in zweiten Panel die Aufgabe, uns um diesen Begriff der künstlerischen Fotografie zu kümmern. Bevor es an sich eigentlich jetzt irgendwie losgeht, glaube ich, muss ich da zwei Sätze halt einfach zur Deutschen Fotografischen Akademie sagen. Daraus ergibt sich natürlich halt einfach wahrscheinlich auch die Einschätzung von Stefanie, warum jetzt dieses Panel und warum gerade die Deutsche Fotografische Fotografie sich mit dem Thema künstlerische Fotografie beschäftigt. Die DFA diskutiert, sie zeigt und sie fördert künstlerische Fotografie öffentlich, gemeinnützig und nicht kommerziell, und sie veranstaltet eben halt Tagungen. Und interessanterweise sehen wir hier auf der Seite ein historisches Bild. Ich glaube, wenn man das zeitlich einordnet, wir sehen, glaube ich, noch Pan Walter und vielleicht auch noch den einen oder anderen, den wir in gewisser Weise heute vielleicht sogar über Sebastian Lux erwähnt haben. Bitte? Hi Kalka, sehen wir. Und das Interessante ist, künstlerische Fotografie wurde in dieser Zeit halt einfach mit Punkten bewertet. Das haben wir natürlich in der DFA nicht mehr eingeführt. Es gab sozusagen eine Riege, die also vorne weg saß und dann in gewisser Weise halt einfach von 1 bis 6, glaube ich, Punkte. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob 4 mangelhaft war oder 1 sehr gut. Das muss man, glaube ich, dann nochmal in den historischen Akten nachschauen. Und daneben, das ist nämlich auch ein wichtiger Teil bei unseren Tagungen, die auch hier in Hamburg schon stattgefunden haben. Wir laden also Gäste, Mitglieder ein und natürlich eben halt den künstlerischen Nachwuchs und die interessierte Öffentlichkeit. Und jetzt habe ich 2 Gäste hier eingeladen oder teile mit ihnen irgendwie die Bühne, mit denen ich auf ganz, ganz unterschiedliche Weise auch einfach zu tun habe. Einerseits Barbara Hoffmann-Jonsen, sie leitet das erste Museum für Fotografie in Deutschland. Ich komme gleich auch noch später halt einfach zu deiner Biografie in Braunschweig, und mich verbindet das in gewisser Weise einerseits, weil ich als junger Fotografiestudent natürlich frisch verliebt in Braunschweig war und insofern 1984 eigentlich die Gründung von außen sozusagen miterlebt habe und damals eigentlich auch das Gefühl hatte, da entsteht irgendwie was ganz, ganz Neues, was wir in Deutschland insofern noch nicht kennen. Und daneben Thomas Selig, nicht nur, dass uns es verbindet, dass wir beide zunächst einmal als Rezipienten von Fotografie, als Vermittler, den praktischen Weg gewählt haben, um dann irgendwann für uns eine Entscheidung irgendwie zu treffen. Nein, wir haben auch im Laufe unserer Karriere haben wir zusammengearbeitet. Ein Projekt zum Beispiel erwähnenswert ist der ukrainische Fotograf Sergei Bratkov, was ich übernommen habe. Also insofern fühle ich mich letztendlich sehr, sehr wohl, und ich würde gerne Barbara Hoffmann-Jonsen kurz vorstellen. Sie leitet, ich sagte es, seit 2016 das Museum für Fotografie in Braunschweig. Sie studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Köln mit dem Fokus auf Fotografie und die künstlerischen Möglichkeiten des Mediums innerhalb der zeitgenössischen Kunst. Kuratierte sie nach ihrem Studium unterschiedliche Ausstellungsprojekte im In- und Ausland, und darüber hinaus war sie als Co-Kuratorin verschiedener institutioneller Ausstellungen beteiligt. Von 2003 bis 2016 war neben ihrer kuratorischen Arbeit im Bereich zeitgenössischer Kunst und Fotografie quasi freie Mitarbeiterin für die fotografische Sammlung SK-Stiftung im August-Sander-Archiv. Und vielleicht noch ganz kurz als Gastkuratorin erwähnt, 2018 organisiertest du die Ausstellung Bernd Hiller und die anderen für das Hüst-Marseille-Museum für Photography
for Photography in Amsterdam. Es geht jetzt eigentlich noch letztendlich weiter. Du bist eben halt eben auch im Bereich der kuratorischen Praxis mit Lehraufträgen am Volkwang-Museum unterwegs und du veröffentlichst sehr viele Textbeiträge zur Fotografie in monografischen Künstlerkatalogen und Ausstellungskatalogen sowie Zeitschriften. Herzlich willkommen, Barbara Hofmann-Jonsen. Und neben mir auf der rechten Seite Thomas Selig, ist seit 2018 Leiter der fotografischen Sammlung des Museums Volkwang in Essen und kuratierte Ausstellungen zu ganz verschiedensten Positionen. Ich nenne einfach mal ein paar. Vielleicht erinnern Sie sich, Marga Monko, Anastasia Miyokova, Enne Biermann, Thomas Albdorf, Tim Rautert. Das war letztendlich die große retrospektive Schau des Fotografen. Und ich sagte es schon, er studierte visuelle Kommunikation, Fotografie an der Fachhochschule Bielefeld bei Heinemann, genau, bei Heinemann und bei Gottfried Jäger. Und wir hatten im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, wahrscheinlich wirst du es auch nochmal sagen, das sind natürlich auch gerade eben halt einfach diese sehr unmittelbare, praktische Auseinandersetzung mit Positionen, die in gewisser Weise auch in der Fotografie sehr auseinandergehen, sind letztendlich natürlich auch prägend für dich gewesen. Es folgte dann ein kuratorischer Studiengang an der Jan van Eyck Academy in Maastricht und sicherlich ist Ihnen auch Thomas Selig bekannt, weil er war von 2003 bis 2018 Kurator, Sammlungskurator am Fotomuseum Winterthur und zwar auch von 2013 bis 2017 Direktor des Museums. Das heißt in gewisser Weise auch hier eine Expertise, die sowohl einen Blick auf Deutschland als auch auf das benachbarte Ausland Schweiz irgendwie treffen kann. Und ich glaube, damit wir letztendlich irgendwie beginnen werden, lasse ich einmal diese Vielzahl von hochinteressanten Ausstellungen, die du kuratiert hast und die du auch noch in den nächsten Jahren kuratiert wirst, weg, weil die Zeit, wie gesagt, wir wollen nicht den sogenannten roten Schläger irgendwie sehen, der bei mir irgendwie immer ganz gerne auch angewendet wird. Fangen wir gleich. Barbara, zu dir. Wir haben eben halt einfach diesen auch beeindruckte Biografie gehört. Und was hat dich interessiert, an das Haus in Braunschweig zu gehen? Ja, danke für dieses Welcome erstmal vorausgeschickt. Ja, das Haus in Braunschweig mit der Gründung 1984. Ich freue mich auch sehr, dass Karin Segelke als Gründungsmitglied des Hauses auch dort sitzt, also nicht nur auf dem Bild, sondern auch im Haus hier, sehr schön. Ja, wenn ich an die Zeit denke, als es gegründet wurde, das war bei mir die Studienzeit, da habe ich parallel in Köln in einer Galerie gearbeitet, wo Positionen wie Klauke, Urs Lüthi, Katharina Sieverding, Polke gezeigt wurden. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Medium als ein wichtiger Aspekt innerhalb der zeitgenössischen Kunst hatte da schon auch seinen Anfang und über verschiedene Schritte, die wurden ja auch schon vorgestellt, bin ich inzwischen an dem Haus und das auch bewusst, weil ich finde, dass es, obwohl es ein nicht so sehr großes Museum ist für Fotografie, aber es hat von Anfang an eine Ausrichtung gehabt, sich mit der Entwicklung des Mediums in künstlerischen Bildsprachen zu beschäftigen, in Kontexten, in Konzeptionen und da auch immer die Beziehung zur Geschichte herzustellen. Das macht natürlich im Grunde genommen jedes Museum, denn ein Museum ist ja nur ein Museum, wenn es eine Sammlung hat und sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Aber dieser auch Verknüpfung in der Landschaft in Braunschweig mit der Hochschule für Bildende Künste, wo ja auch die Fotografie als wichtiger Aspekt gelehrt wird und eben auch mit dieser Offenheit. Kurz und gut, ich fand die Möglichkeiten und auch die Tradition des Hauses sehr interessant, um dort weiterzugehen und sich Fragen zu stellen in Ausstellungskontexten. Was ist das Fotografische? Wie entwickelt sich das Medium mit seinen Bildsprachen?
mit Möglichkeiten, die Geschichte in Beziehung zu setzen. Und da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte, die, wie ich finde, ja, lebhaft und auch im Austausch, im Dialog, natürlich immer wieder auch mit diesen gesellschaftlichen Aspekten in den Bildungsauftrag gestellt werden können. Und ja, mit Thomas zum Beispiel haben wir ja auch Gemeinsamkeiten, wenn es zum Beispiel um einen Aspekt wie die Dokumentarfotografie geht, die wurde ja schon mehrfach auch als Bildsprache erwähnt, hat sich aber eben auch in künstlerischen Kontexten unterschiedlich entwickelt. Und wenn man rückblickend auf die Geschichte der Fotografie seit dem 19. Jahrhundert an Aspekte denkt, die das Medium eben in künstlerischen Zusammenhängen anschaulich macht und auch denkbar werden lässt, dann sind es neben den gestalterischen Aspekten, die ja, das sage ich jetzt so ganz allgemein, diese unterschiedlichen Möglichkeiten der analogen, der digitalen Fotografie einschließen, ist es wichtig, in Konzeption zu kommen, in Kontextualisierung und dann weiter, wenn es um die Ausstellungen geht, das eben auch anschaulich werden zu lassen, eben diese Kontexte und zu vermitteln und im nächsten Schritt dann im Idealfall eben auch in Sammlungsbestände zu überführen. Das heißt, da hat man eigentlich ganz viele Aspekte, die jetzt auch schon alle genannt wurden, für die Museumsarbeit anschaulich, ja, als Aufgabenstellung. Und wenn man eben an die Geschichte denkt, sieht man auch immer, es haben sich nicht nur die technischen Möglichkeiten verändert, die eben auch zu neuen Bildern führen, also beziehungsweise Umsetzung von Bildern, sondern es hat sich im Bereich der Neukontextualisierung auch immer wieder ergeben, dass Dinge, die vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eher im dokumentarisch-journalistischen gesehen wurden, plötzlich in den Kunstkontext überwandern. Also wenn wir an erste Konzepte denken, 19. Jahrhundert, Nadar fliegt mit seinem Heißluftballon und macht die ersten Luftfotografien und hat damit ein Konzept entwickelt, ist aber jemand, der nicht nur das macht, sondern auch Malern und Malerinnen die Möglichkeit zur Ausstellung bietet, also künstlerisches Denken. Und darüber hinaus dann ja, August Sander, 20er Jahre, überführt ein Werk, was zunächst angewandte Porträtfotografie war, in das Konzept Menschen des 20. Jahrhunderts. Walker Evans fotografiert fürs MoMA und. Man kann viele Dinge, wie viele Positionen auch erwähnen, die zu einem Neudenken immer geführt haben und dann das Sediment für unsere aktuellen Fragestellungen nach wie vor liefern. Und ich würde da auch sagen, da gibt es kein Zukunftsdenken im Sinne von, das ist jetzt der Fortschritt der Fotografie, sondern es gibt alles im Nebeneinander und das ist das Interessante und für mich Spannende und ich kann es an dem Haus schön realisieren. Ich meine, ich hatte es ja ganz kurz so ein bisschen so als Motto etwas abgegriffen, wir müssen unsere Vergangenheit kennen, damit wir die Zukunft gestalten können. Ja, es gilt letztendlich auch und das zeigt mir jetzt auch nochmal in diesem ganz kurzen Abriss, den du geleistet hast, auch hier, wenn wir genau zurückblicken halt einfach in die Geschichte der Fotografie, können wir ganz bestimmte Dinge aus der Geschichte heraus ableiten und an sich eigentlich heute, auch vielleicht in der politischen Diskussion, nämlich anbringen. Aber es geht ja eigentlich letztendlich noch weiter. Wir haben darüber gesprochen, in den 80er Jahren, das ist gerade sozusagen unsere Marge, in der wir irgendwie groß geworden sind, wo wir in gewisser Weise jede Ausstellungseröffnung nämlich miterlebt haben, dass der Referent, der geredet hat, an sich eigentlich die erste Frage gestellt hat, um in gewisser Weise dann eine Dreiviertelstunde darüber zu referieren und dann irgendwann dann zu der ausgestellten Fotografin oder Fotografen kann, nämlich ist Fotografie Kunst. Und das hat sich etwas auch verändert, aber wir haben natürlich auch diese Form der Diversität irgendwie erwähnt und müssen vielleicht auch noch mal fragen, ob wir wirklich auch diesen Schritt halt einfach ins 21. Jahrhundert genommen haben, diese Frage als solches gar nicht mehr irgendwie zu debattieren. Das ist ja auch in den unterschiedlichsten Panels auch schon so bei herausgekommen. Thomas, wie weit kann man Fotografie heute denken? Ich gehe jetzt gleich nach vorne.
Okay, ich mache trotzdem den Schritt nochmal zurück. Also Barbara hat ja gesagt, dass es das erste, oder du hattest, glaube ich, vorgestellt, dass das erste deutsche Fotomuseum war, das Braunschweiger. Ich greife zurück auf die fotografische Sammlung, die 78 gegründet worden ist, als Teil eines Museums, wie andere Museen eben auch fotografische Abteilungen gegründet haben. Das heißt, es war das Spezifische, das rein fotografisch argumentiert worden ist. Ich komme ja aus einem Haus in Winterthur, was auch 93 rein fotografisch sozusagen einen Auftrag hatte und da aber eigentlich diesen gesamten Bereich von dokumentarischen, fotografischen Positionen bis zu zeitgenössischen, künstlerischen Positionen alles abzudecken. Und ich glaube, diese Breite, die spiegelt sich eigentlich auch in der fotografischen Sammlung Essen wieder. Da ist es so, dass Otto Steinert eben schon ab den 1960er Jahren, als er als Dozent zur Folkwang-Schule gekommen ist, schon eine Schausammlung angelegt hatte. Nicht für das Publikum, sondern für die Studenten, Studentinnen, dass die eigentlich eine Art Materialkunde machen konnten. Und das finde ich als Leitgedanken eigentlich ganz interessant, dass es eigentlich immer darum ging, eine sehr direkte Beziehung zum fotografischen Material auch herzustellen. Fragen, die heute wieder extrem wichtig sind, wo all diese Möglichkeiten explodieren und wo es ja heute gar nicht mehr oder nicht nur rein um physische Objekte geht, sondern wo eigentlich auch der Schritt darüber hinaus vor der Tür steht, teilweise schon umgesetzt worden ist. Ich sage jetzt künstliche Intelligenz, VR, Daten, die auch als Sammlungsgut sozusagen in Frage kommen. Da bewegt sich unheimlich viel und wir hatten eben mal so diese Jahreszahl 5 gehört, der Erneuerung. Das geht natürlich heute noch rasend schneller, wenn ich jetzt sozusagen dem alles folgen will. Oder wie schnell werden fotografische Positionen, künstlerische Haltung, wie schnell werden die sozusagen Teil der Geschichte? Und wir hatten den Dokumentarförderpreis von der Wüstenrot-Stiftung genannt. Da ist es wirklich so, dass man von einem Jahrgang zum nächsten schon erkennen kann, was gerade sozusagen an Umbrüchen passiert und dass es weggeht von einem reinen Print, der sozusagen sauber zentral fotografiert worden ist, was vielleicht in den 90er oder End-90er Jahren ausgezeichnet worden ist, wo wir heute Rauminstallationen haben oder jetzt ganz aktuell gerade ausgezeichnet eine Haltung, wo jemand Aktivistin ist und wo es fast schon gar nicht mehr um die fotografische Haltung geht, sondern so eine Art politische Haltung, die sich in dokumentarischen Projekten übersetzt. Das bedeutet also, dass die Begrifflichkeit, von der wir ja jetzt auch in den verschiedenen Panels gehört haben, dass diese Art der Begrifflichkeiten, so wie wir sie vielleicht halt heute auch irgendwie anwenden, an sich eigentlich auch obsolet sind. Das heißt, wir können halt letztendlich gar nicht mehr um diese Begrifflichkeiten von Dokumentation, von künstlerischer Fotografie, wo ich mir nach den verschiedensten Beiträgen auch immer die Frage ist, okay, wenn jetzt da ein junger Mensch zu mir hinkommen sollte und sagt, ja, was ist denn jetzt im Grunde genommen künstlerische Fotografie? Ja, dann müsste ich natürlich stocken und würde dann sagen, ja, es geht irgendwie vielleicht darum, dass es eine Haltung hat, dass es in gewisser Weise vielleicht auch frei bestimmt ist, ohne einen bestimmten irgendwie Sender irgendwie zu haben. Sind das Kriterien, die für dich eigentlich eine Rolle spielen, auch bei deinem Ausstellungsprogramm? Also das, was Kriterien sind, sind überzeugende Konzepte. Das heißt, einhergehen von Bildsprachen, von Gestaltungsaspekten im Zusammenhang mit Konzepten und Konzeptionen oder auch Kontextualisierung, das sind wichtige Aspekte. Und was eben da ein gutes Beispiel dann eben das Verständnis von dem, was vielleicht mal mit, wir hängen uns da gerade an diesem Begriff Dokumentarfotografie, das gleiche könnte man bei inszenierter Fotografie sagen oder bei ja eben auch typologischen Serien und so weiter, da gibt es in allen Bereichen Entwicklungen, da gibt es die Fragestellungen, wie eben übermittle ich eine Botschaft, wenn man das jetzt mal so ausdrücken wollte, oder eine künstlerische Haltung. Und diese künstlerische Haltung, die kann eben, die braucht nicht nur eine Erzählung sein, sondern die kann eben auch Abstraktion sein innerhalb der Fotografie. Und auch da gibt es die geschichtlichen Vorläufer, Gottfried Jäger als eine Möglichkeit. Aber wenn man es eben nochmal immer wieder verankern will, man findet bestimmt für jede Entwicklung immer auch historisch betrachtet
irgendwelche Ursprünge, also wenn ich jetzt an Gestaltung und freie Experimente denke, dann muss man im Surrealismus anfangen oder auch bei Bauhaus. Aber die Möglichkeiten haben sich verändert heute, die Übersetzung, und das ist dann eben ein formaler Aspekt. Das heißt, diese Gestaltungsmittel, und die sind eine Möglichkeit, in Zusammenhängen Themen vorzustellen, die einen interessieren. Es wurde ja eben auch gesagt im Hinblick auf die Archivierung, wie schaut man sein eigenes Archiv an? Es macht Sinn, sich Gedanken zu machen, Strukturierung oder eben Bögen zu spannen. Und das sind dann eben grundsätzlich die Aspekte, die es auch zu letztlich künstlerischen Positionen machen. Und dann muss man es natürlich nochmal in Kontexte der Kunst an sich bringen. Also was ist die Kunst dann? Die Kunst ist von die Zweckfreiheit in erster Linie erstmal oder eben nicht für einen Gestaltungswunsch für jemanden anderen etwas zu machen, sondern aus einem Ansatz, aus einer Haltung für sich selber, beziehungsweise etwas, was man in eine Mitteilung überführen möchte. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, und ich finde es sehr spannend, eben diese Bezüge zur Geschichte herzustellen. Gleich, das wird immer wieder auch bei, ich sage jetzt mal so einen Namen wie Thomas Ruff, wenn er sich mit Xenotopie plötzlich beschäftigt, dann ist es eine historische, ist ja sowieso in seinem Werk die Medienreflexion, das kommt ja dann nochmal auch als Inhalt dazu. Das heißt, die Inhalte sind ja ganz unterschiedlich, aber die überzeugenden Konzepte und gestalterischen Übersetzungen, das ist für mich ein Ansatz auszuwählen. Nochmal zurück an dich, Thomas. Wie weit kann man eben halt die Fotografie denken? Wie beeinflusst es halt dein Ausstellungsprogramm? Denn wir gehen mal davon aus, das ist allein eigentlich immer schon auch so das Parameter, dass das, was wir in einem Museum sehen, natürlich auch in gewisser Weise den künstlerischen Aspekt als solches bedient. Ja? Aber wenn du sagst, sehr weit denken, all diese Dinge, die in gewisser Weise mit einfließen, Rudi Meisel hat das sehr schön gesagt, auch die asozialen Medien, das habe ich mir gleich aufgeschrieben, sind natürlich auch Teil kuratorischer Praxis. Wie sieht das Programm aus und wo setzt du da deine Schwerpunkte? Ich würde sagen, dass es jeweils darum geht, wenn ich jetzt im zeitgenössischen Bereich denke, dass es die Gegenwart abbildet in irgendeiner Weise. Das kann sehr klassisch sein, das kann sehr zeitgenössisch sein, das kann den Ursprung aus jetzt aus den asozialen Medien haben, das kann aber auch sein, dass wir einen Teil haben, den wir bisher noch ausgeschlossen haben, der auch, glaube ich, heute noch nicht so richtig vorkam, nämlich die Kunstwelt. Die Kunstwelt hat sich, glaube ich, erst in den 60er Jahren der Fotografie bedient. Das war erst die Konzeptkunst, die sozusagen das mal ganz zaghaft gemacht hat, und dann irgendwann ist es sozusagen in die Galeriewelt geöffnet, und da wurde es dann auf einmal interessant. Und ich würde sagen, dass wir heute an so einem Punkt sind, anders als um die 2000er Jahre, wo es vielleicht so einen großen Fotoboom gab, wurde ja, glaube ich, heute schon mal erwähnt, dass es heute eigentlich wieder so getrennte Welten sind, die sich sozusagen darstellen, ob das Messen sind, ob das Magazine sind. Es ist wirklich komplett getrennte Welten, und die Frage ist natürlich, können wir die jetzt bei uns im Haus zusammenbringen? Und ich möchte jetzt gar nicht auf Ausstellungen eingehen, sondern eher auch da wieder als Haus eine Haltung zu haben, dass eigentlich, wenn es um die künstlerischen Ausdruck geht, alles möglich sein sollte, also den gesamten Bereich ausschöpfen. Und dann würde ich noch eine Klammer machen, dass eben es immer auch in der Geschichte so eine Art, Abschiedsgedanken gab. Also irgendwann sind die journalistischen Magazine eingegangen und die dokumentarischen Fotografen zum Beispiel mussten sich neue Felder suchen. Und schon hat sich eine neue Infrastruktur darum gebildet, die das dann sozusagen wieder in den Mittelpunkt gestellt hat. Und wenn ich alle Player sozusagen dann sehe, dann war es vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte, war das Museum der letzte oder der beste oder der höchste Ort, den eine Geschichte, ein Werk haben könnte. Und das würde ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr unterschreiben, sondern sagen, vielleicht ist das künstlerische Buch der viel bessere Platz, der viel nachhaltigere Platz, als in einer Sammlung, in einem Archiv,
ganz weit nach unten zu geraten. Dann. Ja, wobei ich dazu natürlich betonen muss, und du hast das ja eigentlich auch schon erwähnt, für mich ist letztendlich natürlich auch das Fotografische nicht einfach nur das Sujet, das ich sozusagen beurteile, sondern natürlich auch das Haptische, das Objekt. Also ich begreife in gewisser Weise auch das Objekt, wobei erstaunlicherweise muss man dazu sagen, auch im Sinne darüber, wie wir nachhaltig an sich eigentlich in den nächsten Jahren Ausstellungen kreieren wollen, muss man da in gewisser Weise das Objekt, das vielleicht in San Francisco mit einem unglaublichen Aufwand halt einfach in einer Klimakiste hier nach Deutschland transferiert wird und sehr viel Geld halt einfach irgendwie verschlingt, muss man dann vielleicht nochmal neu diskutieren, ob der Transfer über ein TIFF und dann ein Ausdruck, was wir dann als Ausstellungsprint im Prinzip bezeichnen, vielleicht der richtige Weg. Das ist aber jetzt eine total andere Diskussion, die wir hier in gewisser Weise irgendwie führen. Ich finde diesen Moment eben halt einfach auch über diesen Tellerrand hinauszuschauen, das ist ja letztendlich auch etwas, was ich natürlich bei der jungen Fotografie erlebe. Ihr wisst das wahrscheinlich auch, wenn man früher Nachlässe aufgearbeitet hat oder ältere Fotografinnen und Fotografen getroffen haben und sie gefragt, wie haben sie sich irgendwie herausgebildet, dann haben sie gesagt, ja, sie sind ins Metropolitan Museum alle 3 Tage gegangen, haben eben halt die Bilder der Maler und Skulpturen studiert und haben damit sozusagen ihre Formsprache entwickelt. Erlebt ihr das an sich eigentlich heute bei der jungen Generation auch, dass wir jetzt auf 200 Jahre Fotogeschichte zurückblicken können und dass im Grunde genommen die Referenzen gar nicht mehr so sehr in der bildenden Kunst als vielmehr auch selbst in der eigenen Fotografie gefunden werden und damit eigentlich auch ein ganz neues Selbstverständnis der Fotografie heranwächst? Ja, ich würde durchaus sagen, dass viele zeitgenössische, also die jetzt auch Studentinnen an der, zum Beispiel an der HBK, das ist sowieso, und auch nicht nur da, ich weiß es auch von der Folkwang-Uni, dass die Tendenz auch wieder sich mit analoger Fotografie, mit dem Handwerk zu beschäftigen, wieder sehr viel zurückgekommen ist. Und in unserer aktuellen Ausstellung ist das auch ein Aspekt, also wir zeigen Hartmut Neumann, den Professor, der an der HBK mit seinen Fotoarbeiten, und im Dialog werden vorgestellt ehemalige Studenten bzw. eine aktuelle Studentin. Der eine hat mit Jahrgang 73 jetzt ein Werk entwickelt, was absolut das Digitale als kreatives Feld bis hin zur eigenen Programmierung und so weiter entdeckt. Die 93 Geborene, die gerade noch studiert, geht absolut zurück aufs Analoge mit Eiweiß-Lasurfarbe, das Handwerk, also Malerei mit Fotografie wieder zusammenbringen. Und natürlich fallen dann in der Lehre auch die Bezüge zur Geschichte, das ist ja ganz, das muss ja so sein. Und ansonsten ist es dann, glaube ich, wenn dann solche Anregungen auch stattfinden, die eigene weitere Beschäftigung, inwieweit es auch dann wirklich eine Auseinandersetzung mit den, mit der Fotografiegeschichte des 19. Jahrhunderts ist. Andersherum kann man eben immer wieder auch in den Etappen, wenn es um Inhalte geht, Genres, Themen, auch immer wieder sehr schöne Bezüge herstellen von der Geschichte und zum Zeitgenössischen hin. Ja. Wir haben jetzt im vorherigen Panel haben wir über das fotografische Erbe gesprochen. Die Frage, was wird aus dem fotografischen Erbe? Ich wollte immer reinschreien. Wenn ich das alles irgendwie letztendlich höre, dann kann ich nur sagen, es ist ungefähr genauso irgendwie mit der Diskussion um das Klima. Wenn wir jetzt im Grunde genommen nicht etwas verändern, sofort, dann wird es genau eben halt einfach zu spät sein. Und das ist eben halt letztendlich auch einfach diese Aufforderung, vielleicht sogar an die Politik. Also ich werde jetzt nicht das Thema irgendwie aufmachen, das sicherlich vielleicht auch nachher noch in dem anderen, in der Podiumsdiskussion. Aber du hast selbst irgendwie gesagt, also bundesdeutsches Kulturgut, Fotografie, ja, die Sicherung dieses bundesdeutschen Kulturgutes der Fotografie kann nur in gewisser Weise wirklich zusammenkommen, wenn Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen, Restauratorinnen, Kuratorinnen aus ihrer eigenen, aus ihrer Perspektive an der Sichtung des bundesdeutschen Kulturgutsfotografie beteiligt sind. Hast du das Gefühl oder glaubst du, dass diese Art der Vernetzung in Deutschland wirklich existiert?
Es gab im Vorfeld der Diskussion ums Bundesinstitut interessanterweise in Berlin ein Treffen mit 23 Archiv- und Sammlungsleitern. Die haben sich zum ersten Mal da getroffen, das heißt physisch getroffen. Es gibt keine Datenbanken, es gibt keine Vernetzung. Ich denke mal, das, was Sebastian gerade gesagt hat, ist genau der Punkt, dass es eben im Grunde genau darum geht, eine Art Netzwerkgedanken hinzubekommen, der überhaupt erstmal alle Dinge zusammenfügt und dann für die Wissenschaft etwas verfügbar macht. Und oft ist es so, dass es darum geht, dass man Dinge finden kann und das momentan einfach eine sehr schwierige Sache ist. Wenn ich das auf unsere Sammlung online beziehe, die haben wir vor 3 Jahren eingeführt, da passiert dann Folgendes, dass wir vorher etwa einen durchschnittlichen Leihverkehr hatten, also Werke, die von uns an andere Häuser weggegeben werden oder ausgeliehen werden, und dass allein durch diese Präsenz, dass man verfügbar ist, digital verfügbar ist, das sich mindestens verdoppelt hat. Das hat positive und negative Seiten. Man hat zwar das online gestellt, hat aber dann sozusagen nicht die Infrastruktur angehoben, und das zeugt ja eigentlich davon, dass, wenn das alles sozusagen Umsetzung findet, dass da natürlich enormer Bedarf ist, sozusagen das auch bearbeiten zu können. Und es gab heute das Gespräch, dass es nicht nur um das Archivieren geht, sondern eben auch das Bewirtschaften, das Erforschen. Es ist ja in diesen Plänen wirklich auch davon auszugehen, dass eben all diese Felder Berücksichtigung finden und dass es gemacht werden muss. Ich habe ja eben davon erzählt, dass bestimmte Infrastrukturen sich verabschiedet haben, dass bestimmte Dringlichkeiten entstehen, und wenn jetzt dieser Moment da ist, dass Fotografie eben auch gesichert werden muss, dann gehört es wirklich auch dazu, dass das eben auch seine Berücksichtigung findet. Thomas müsste eigentlich jetzt meine nächste Frage noch mal kurz beantworten, aber ich stelle sie jetzt an dich. Glaubst du, weil Thomas natürlich auch die Perspektive aus Schweizer Sicht, wir haben Österreicher und Schweizer Gäste, also wollen wir sie mit einbeziehen, er hat einen Blick über lange Jahre, was eigentlich in der Schweiz, insbesondere eben halt einfach was in Winterthur und auch der Schweizer Fotostiftung passiert. Glaubst du, dass das sehr vorbildlich ist, was dort in der Schweiz passiert? Ich kann es nicht so aus der Nähe beurteilen, wie Thomas es kann, aber es ist andersherum gesagt natürlich das Bewusstsein da. Und wenn ich an auch Sammlung denke, das vielleicht auch nochmal ergänzend auch zu diesen frühen Leistungen der Fotografie einen Raum zu geben, muss man ja auch Sprengelmuseum nennen, Spektrumgalerie, die auch Ende der 70er Jahre dann im Sprengelmuseum die Ausstellungen präsentiert hat, und das Sprengelmuseum mit Unterstützung natürlich auch von Mitteln hat ja auch gerade diese Depotfragen, die Klimatisierung und so weiter, das ist ja im Bewusstsein von uns allen, und es verändert sich eben nicht nur die Menge oder die Formen dessen, was wir digitalisieren, inventarisieren müssen und konservieren müssen, sondern eben auch die Räumlichkeiten. Und das heißt, es passiert in diesem museologischen Fragen Veränderungen, und die erfordern immer weiter auch, dass man eben zusammenarbeitet. Es kann in jedem Fall nur gut sein, wenn sich in der Gesellschaft eben durch diese Diskussionen, wie immer sie auch und wo immer sie auch enden werden, ein Bewusstsein schafft, zusätzlich zu diesem Kulturgut, was man mit der Fotografie hat, weil die Fotografie eben ein gesellschaftlich auch eine Sprache der Kunst und auch der Angewandten und so weiter ist, die wichtig ist. Und je mehr eine Diskussion geführt wird, und im Idealfall führt sie eben zu Ergebnissen und zu Verantwortlichkeiten. Und darum muss man halt arbeiten. Die Zeit rennt, 40 Minuten über Kunst und künstlerische Fotografie zu reden, sind im Grunde genommen halt einfach kurz. Bis jetzt ist noch nicht der rote Schläger halt einfach irgendwie erhoben worden, aber Thomas muss jetzt vielleicht auch aus seiner Kenntnis heraus, sowohl halt einfach in der Schweiz langjährig zusammengearbeitet zu haben, als auch jetzt natürlich die Perspektive in Essen, nochmal diese Frage jetzt kurz beantworten. Die Frage? Die Frage ist, warum, die Frage ist, ich will es erklären, ich will es sehr positiv bewerten, weil die Fotostiftung als solches immer in gewisser Weise auch als Vorbild hergehalten hat, als wir über verschiedene Begriffe, auch schon damals über das Museum der Fotografie in Berlin diskutiert haben, als wir auch hier in Hamburg über das Haus der Fotografie diskutiert haben, was die leisten und was wir vielleicht gar nicht
vielleicht noch gar nicht fähig sind, leisten zu können. Also die Fotostiftung Schweiz, die ist, glaube ich, vor 50 Jahren. Dieses Jahr feiern die, glaube ich, 50-jähriges Jubiläum, und die hatten eine sehr schöne Dokumentation aktuell gezeigt, wo sie die Entwicklung von der ersten Idee, wo sozusagen der Urvater damals, Walter Binder, fast wie auf einer Serviette gesagt hat, so, das soll die Fotostiftung sein, das sind die Ziele und so weiter. Das Ganze wurde dann in einen Antrag sozusagen in einer kleinen Gruppe zusammengetragen. Dann gab es einen Entwurf für ein Papier, und dann gab es irgendwann, nach 3 Jahren, gab es eine Stiftungsurkunde, die sozusagen dazu geführt hat. Was es mir zeigt, ist, dass es eben auch manchmal Zeit braucht, bis sich diese Dinge zusammenfinden, und die haben natürlich einen langen Weg hinter sich, die 50 Jahre, was da an fotografischen Entwicklungen, was an Autorenschaft sozusagen da durchgegangen ist. Das ist sehr interessant, dass das eben auch das, was ich eben gesagt habe, die Gegenwart abbildet, von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart, und das geht natürlich jetzt bei denen auch zurück. Ich würde noch ein anderes Beispiel nehmen, das Nederlands Fotomuseum. Oder da war es so, dass die eben auch vor 30 Jahren ein Archiv gegründet haben, auch wahnsinnig elaboriert heutzutage arbeiten, und die aber irgendwann nach 20 Jahren festgestellt haben, dass es nicht darum ging, anzuhäufen, sondern auch gemerkt haben, dass eben die Vernetzung wichtig ist, dass eben manchmal bestimmte Archive, bestimmte Nachlässe in regionalen Archiven, in anderen Kontexten viel besser aufgehoben sind, als sozusagen immer nur durch die fotografische Brille gesehen zu werden. Manchmal ist es kulturhistorisch viel interessanter, die Dinge woanders lagern oder auch bewirtschaften zu können. Gehen wir jetzt ans Publikum. Dürfen wir noch? Jetzt du bist ein bisschen über der Zeit, aber ich denke, für 3 Fragen aus dem Publikum können wir nochmal die Diskussion öffnen. Und da ist schon die erste. Die erste Frage aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Haben wir uns alle gemerkt. Ja, ich möchte, Thomas, etwas präzisieren, was für Deutschland enorm wichtig ist. Die Schweizerische Fotostiftung ist zu 100% eine private Stiftung. Kein staatliches Geld. Das kam erst Jahrzehnte später. Und ich glaube, deswegen gibt es sie auch, weil private Leute das gemacht haben und nicht, wir warten dann, bis das Geld mal irgendwo von Bern kommt. Weil im Moment, du warst, glaube ich, nicht dabei beim Spektrum Pro Helvetia. Nein. Es gab vor 3 Wochen, ich bin Mitglied vom Spektrum, das ist wie Deutscher Fotorat, kann man fast so sagen. Alle wichtigen Leute in der Schweiz sind da zusammen. Die saßen alle bei Pro Helvetia, das ist die Schweizerische Kulturstiftung, zusammen und haben geheult. Ich habe Schweizer Museumsdirektor noch nie so emotional erlebt, in allen Landessprachen, hin und her, wie, wo, was. Was ist passiert? Im Zuge der Corona-Krise wurden Stiftungsgelder reduziert. Volkwang-Stiftung findet, Fotografie ist keine Kunst mehr. 250.000 Fördergelder weg. Von heute auf morgen. Das Programm von Winterthur muss das nun rechtfertigen. Was ist passiert? Nachwuchsförderung. Fotograf wird man heute nicht mehr durch Lehre oder durch Dings, sondern im zweiten, dritten Berufsweg. Manchmal wird man erst mit 40 Jahren zum Fotograf. Das Schweizer Gesetz sagt aber, Nachwuchsförderung hört mit dem Erreichen des 35. Altersjahr auf. Das heißt, es gibt kein Geld für Ausstellungen im Ausland, Werkbeiträge. Image WW sagt, ja, warum fördert ihr uns nicht als Dings? Dann sagt die Stiftung, naja, also nicht die Stiftung, sondern die Kulturdings. Wie war das jetzt genau? Ach ja, wir können nur Künstler fördern, aber nicht Dings. Ich möchte das nur sagen, weil die Schweiz immer so als Vorbild hergehalten wird. Da wird gekämpft, da wird auch geheult, aber ganz wichtig ist, private Initiative ist das Wichtige. Nicht warten auf den Staat. Das ist richtig, aber man braucht Vorbilder, an denen man sich orientiert, und das wollen wir jetzt natürlich positive Vorbilder. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt hat die Schweiz doch ein bisschen überzogen, sodass wir, ne, vielleicht, dass wir jetzt nur noch eine Frage von den dreien. Frage aus Österreich. Nein, haben wir, Österreich ist unterrepräsentiert. Ist noch eine Meldung? Ja, bitte, sehr gut. Ich muss sagen, also in Österreich ist das sowieso ein ganz ein schwieriges Thema. Also ich kann nur sagen, ich glaube, es wird seit mehr wie 30 Jahren diskutiert über ein
Fotomuseum, aber in der letzten Woche gab es endlich die Meldung, also im Arsenal soll ein Fotomuseum sein, ab 2024. Ja, diese Diskussion kenne ich, Thomas und ich waren sozusagen bei einer Präsentation dort und sind eingeladen als Expertisen, um dieses Fotomuseum als solches irgendwie in die Gänge zu bekommen. Das ist natürlich auch ein politisches Thema, da hängt dann auf der anderen Seite wiederum zu stark irgendwie ein Privatmann drinne, dass an sich eigentlich die staatlichen Bereiche sich weniger damit irgendwie auseinandersetzen wollen. Wieso, wer? Herr Köln? Na, Herr Köln ist draußen. Neues also Konzept. Das ist was Neues. Nein, ja. Nein. Aber, okay. aber das Gute ist, also Ostlicht und auch meine Galerie ist in der Nähe, also am Weg sozusagen zur Brotfabrik ist das Arsenal, also ist ganz in der Nähe. Ich glaube, im Hinblick auf die Zeit bedanke ich mich einfach ganz, ganz herzlich bei Barbara Jonsson-Hofmann. Nein, bei Barbara, das wusste ich, dass dieser Fehler heute Abend passiert. Warum muss man immer Doppelnamen halt einfach nehmen? Barbara Hofmann-Jonsson und bei Thomas Selig für die Diskussion. Und ich übergebe jetzt weiter an Stefanie Bunk. Dankeschön. Eine Minute per Ende.